Hallo, da ist der Morgenmeier und heute lösen wir endlich unser Muttertagsgeschenk ein. Der Morgenmeier macht Mütter glücklich. Ralf Löschner ist der Mann, der sich beworben hat, zusammen mit Finja. Die ist da unten. Müssen wir ein kleines Stückchen runtergehen. Hallo Finja, grüß dich. Hallo. Wie bist du denn drauf gekommen, mich als der Morgenmeier anzurufen und zu sagen, den braucht die Mama? Weil der Papa hat gesagt, ob wir da mitmachen wollen, und dann habe ich erst nein gesagt und dann habe ich dem Papa sein Handy genommen und habe dann ein paar Videos drauf gedreht und dann hat der Papa das Hörer an Hörer und dann haben wir halt angerufen. Und dann habt ihr euch bei uns beworben und dann habt ihr gewonnen und irgendwann konntest du dann an Muttertag sagen, Mama, ich habe für dich eine Überraschung. Wie war denn das? Das war gut und die Mama hat sich gefreut und hat erst ja ein bisschen rumgemeckert, aber dann hat sie sich gefreut. Die Mama war wohl ein bisschen skeptisch, dass der Morgenmeier bei ihr die Fenster putzt. Nee, weil die Finja mit dem Schokopudding an die Fenster gemalt hat und ich erst danach erfahren habe, damit die Fenster geputzt werden. Das heißt, den Schokopudding, den finden wir vielleicht noch irgendwo? Ja, vielleicht Reste. Der war hier gewesen, ey. Den haben wir vorsichtshalber schon mal ein bisschen entfernt. Das ist nicht ganz so schwierig für euch. Okay, also wir machen uns an die Fenster. Das ist heute unsere große Hauptaufgabe. Wie dreckig wird's denn? Ziemlich. Sind schon lange nicht mehr geputzt worden. Ah. Trauen Sie mir denn zu, dass ich das sauber bekomme? Ich habe ja zwei professionelle Mitarbeiter von der Firma Vaterrott dabei. Auf jeden Fall. Dann geht's jetzt an die Arbeit. Ich habe sonst nie Publikum bei meiner Arbeit. Ja. So, Chef, was sagst du? Und jetzt? Glas? Jetzt große Kunst, guck mal. Aha. Ich fühle mich heute so ein bisschen wie der Auszubildende bei der Firma Vaterrott. Ist auch so, weil der Gerhard, der leitet mich an, damit ich hier nicht ganz so viele Streifen reinmache. Und Gerhard, wir machen jetzt mal sowas wie so einen Haushaltstipps für alle, die zu Hause selber ran müssen, nicht dieses Muttertagsgeschenk bekommen haben. Was ist der ultimative Trick beim Fensterputzen? Ganz normales Spülmittel als Reinigungsmittel. Nur nicht so viel. Und mehr nicht. Jetzt haben wir heute ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es nieselt und die meisten sagen, boah, was soll ich jetzt Fenster putzen, später regnet es eh wieder. Ist das ein Mythos oder ist es wirklich so, dass sobald die ersten Tropfen dran ist, das schon wieder alles im Eimer ist? Mythos. Reiner Mythos. Siehst du irgendwas? Nö, das kann natürlich auch an euch liegen. Aber viel Erfolg zu Hause, ich muss jetzt weitermachen, gell? So. Ja, da habt ihr gut lachen. Jetzt kann ich mich mal auf die Couch setzen. Finja, wie habe ich das gemacht? Gut. Ach, danke, du bist ein Schatz. Mama, was sagst du? Super, alles sauber. Kontrolle kommt morgen früh, wenn die Sonne scheint. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wie war es denn, diesmal ausnahmsweise mal beim Arbeiten zuzuschauen? Schön, kann man sich dran gewöhnen. Und damit auch die Überraschung gelungen, die Muttertagsüberraschung? Ja, sehr gelungen. Der Morgenmeier macht Mütter glücklich? Voll glücklich. Ah, Gott sei Dank, das war unsere große Muttertagsaktion. Bis zum nächsten Jahr.